Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft zu... Quatsch. Jurassic World Revelations, jetzt hab ich's. Sorry für ein bisschen Zeit dazwischen, aber muss auch mal wieder sein. Wir haben ein bisschen Ruhe, Entspannung und. Letztens wollten wir eben halt hier so eine Blank Pattern machen. Aber irgendwie habe ich da was nie gerafft. Ich glaube, das ist bei mir normal, dass ich da irgendwas nie raffe. Und zwar, Techlight ist wieder nicht dabei. Schade eigentlich. Also versuchen wir es eben halt alleine. War das so? Also ich habe mit AE extremst wenig gemacht. Von daher bitte nicht verzweifeln. Es ist echt schon Monate her, wo ich das letzte Mal was mit AE irgendwas gemacht habe. Von daher bin ich eben halt gerade ein bisschen am Rumtesten und Rummachen. Und zwar wollten wir eigentlich diese Pattern in Encoder machen. Aber irgendwie. Inscriber mit dem Ding. Ah, das brauchen wir dazu. Okay. So, wo hat Techlet das jetzt hingeschmissen? Das ist es nicht, das ist es nicht. Ist es noch drüben? Ich habe so ein ganz blödes Gefühl. Ich würde mir eigentlich gerne mal wünschen, dass er mal wieder dabei ist, weil. Das wäre cool. Weil alleine ist es ja doch ein bisschen scheiße, gebe ich ehrlich zu. Auch wenn dadurch irgendwie die Aufrufe nach unten gegangen sind, was mich eigentlich wundert, weil. Keine Ahnung. Merkwürdig. Aber. Zusammen macht das alles eigentlich viel mehr Spaß. Ich habe mit Tesla mehr Spaß, als wenn ich es jetzt hier alleine rumwerkeln würde, gebe ich ehrlich zu. Irgendwie schon, weil sollte man jemanden zum Quatschen. Na gut, jetzt hat man euch zum Labern, aber trotzdem. Man ist eben halt immer am Überlegen, was erzählst jetzt als nächstes und das ist manchmal ein bisschen kontraproduktiv. Weil man wirklich ganz, manchmal wirklich überhaupt nicht weiß, über was man sich da überhaupt noch unterhalten soll. Von daher hätte ich es mir schon gewünscht. Wo hat denn da das Ding? Hat er das im Inventar gelassen, der Sack? Und ich muss sagen, der hat eigentlich auch ganz gute Ideen reingebracht. Zum Beispiel eben halt dieses Garagentor hier. Das Ohren, das er auch noch im Inventar hat. Jawollo. Ach man. Ah, wie ist das Ding? Inscriber. Ne, das war's nie. Ne, das war's auch nie. Oh. Das ist nämlich ein purer Zertus-Quarzkristall, da musst du. Ein Accelerator. Da ist es. Oh, ein Fluxblock. Haben wir sowas? Jo.
Nee, ist eigentlich, wie schon gesagt, ist minimal schade. Aber da kann man nichts machen. Da ist er, der Taschleit. Der Kleine zumindest. Ich schwöre, das Ding jetzt einfach mal eiskalt. Da dran eigentlich nie. So. Hier dran. Nee, da braucht. Wow. Wie war das gleich nochmal mit dem Ding? Oh, ich bin jetzt schon wieder am Hin und Her überlegen. War das Ding hier eigentlich ein Interface? Wie heißt das? Ja, Interface. Oder nicht wirklich? Nee, Moment, 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 Moment. Kann man daraus noch was an? Genau, das ist ja der Chamber. Das bedeutet. Oh, viel überlegen. Na, das ist ein Tra. Bin doch mal nicht so. Du und so. Finde mich wieder das Glas hier, Quarzglas. Wie macht man das gleich nochmal? Quarz und Glas. Klingt irgendwo logisch. War das jetzt so? Ja, das eben halt. Da wünsche ich mir echt ein Taschlight wieder, weil der hat sowas drauf irgendwie, keine Ahnung. Ich stümpel jetzt hier gerade so sinnlos rum und weiß verschreckt gar nicht, was ich hier machen soll. Aber irgendwo hat er ja recht. Man gibt sich hier die beste Mühe. Versuch's zumindest. Dann wird ihnen das noch nicht mal gelobt. Ich plus 5 von denen gebaut, ernsthaft? Wird es ihnen noch nicht mal gelobt. Von daher kann ich mir echt schon gut vorstellen, dass er da die Faxen-Dinger hat. War ja auch schon öfters am Überlegen, ob ich einfach aufhöre, weil. Irgendwas ja eigentlich nie wirklich manchmal viel sind, da denkt man sich echt, das ist sinnlos, was ich hier mache. Es ist einfach nur die Arbeit, die man da reinsteckt, die kann man irgendwo, falsches Glas, die kann man da irgendwo auch andersweitig verwenden. Aber ich bin da eben halt einer, der sagt, nö, ich mache jetzt weiter. Die Faxen dicke, ich mache jetzt weiter. So, das muss jetzt aber hier irgendwie an einem Strom, kann das sein? Weil ich bin nie einer, der einfach aufgibt. Bin zwar auch manchmal kurz davor, aber dann sage ich mir, nö. Nö. Da habe ich einfach mal kurz ich bin mal rum, paar Wochen Pause. Ne, aber. Dann denke ich mir, nö, du machst jetzt einfach weiter. Warum sollst du aufhören? Nö. Nee, Moment, ich mache ja gerade so einen riesigen. Ah, es ist doch. Wie war das? Pur, pur, pur. Ich bin ja durch die ganze Aktion schon wieder Quarzsied.
So, wie war das jetzt? Ach nee, was mache ich denn? Du, Troppe Quarz, Zardus Quarz Seed, mit vom Zardus Dust and Sand into a bottle of water. Zardus Quarz Dust and Sand. Sand und Quarz Dust. Wenn ich irgendeinen Fehler mache, mir egal. Bin ich ehrlich, weil wohlgemerkt, wie schon gesagt, ich habe mit dem relativ wenig am Hut gehabt. Das hatte damals alles Tashlight gemacht. Aber naja. Kann man machen, nichts muss man gucken zu. Theoretisch hat sich das auch. Ich weiß nicht, wo der digitale Meinung steht. Ich habe echt keine Peilung. Das ist, ich muss mal mit Teschleit reden, aber trotzdem weitermacht. Da kann er von mir aus streamen. Aber das ist eben halt, wie schon gesagt, zusammen macht es eindeutig weitaus mehr Spaß, als wenn ich jetzt hier alles alleine mache. Weil umso länger dauert ja alles. Na gut, ich muss sagen, wir sind das also oder so schon. Ich weiß nicht, wie lange dran. Ziemlich lange, ne? Nee, war wieder falsch. Machte man, genau so machte man das jetzt. Oh. So, und das musste man da, glaube ich, jetzt hier reinhauen. Richtig. Boah. Ich hab's doch noch hingekriegt. Ich bin so stolz gerade auf mich. Ich bin so stolz auf mir. Ich trinke am frühen Morgen kein Bier. Ups. Ja, ich weiß. Der Tonnenkrug spinnt mal wieder rum. So, sechs sollten eigentlich reichen, ne? Da. Wie war das jetzt? Nee, du, nee. Doch. Du und Silly. Oh, mein Geräusper schon wieder. Das geht mir gerade wieder. So, dann brauche ich noch eine Werkbank. Damit hätten wir schon wieder einen. Nee. Doch ein Accelerator. War das ein Accelerator? Nee. Encoder, danke. Encoder. Da ist er da. Der Pattern-Encoder. Bitte. So. Gute Frage ist, ich. Ja, ich glaube, ich wollte Sticks damit machen. Und zwar aus, nicht aus Jungle Wood, sondern aus stinknormalen Jungle Wood. Nee. Haben wir gar nichts mehr da.
So, aber ich werde jetzt erstmal hier wieder eine kleine Pause reinschieben, weil das, was sind das für einer? EU-Creeper? Okay. Weil das war's wieder für die Folge. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich definitiv über Feedback freuen. Und wenn ihr irgendwie Interesse habt, auch wenn bei ihm jetzt zum Beispiel eine Weile nichts mehr kam, könnt ihr auch bei Tashlight mal vorbeigucken. Ich mache trotzdem noch Werbung für ihn. Weil, warum nie? Oh, das war jetzt knapp, das war so ein Reverse-Krieger. wie schon gesagt, guckt auch mal bei dem rein. Er hat eigentlich auch richtig geile Videos. Ich bin manchmal sogar, muss ich sagen, im Überlegen, ob ich mal sage, dass er sogar bessere Videos macht als ich, aber egal. In dem Sinne, viel Spaß beim Gucken und bis zum nächsten Mal dann. Tschüssen!